Heute spreche ich über einige Erlebnisse hier aus Polen, die mir persönlich sehr unangenehm waren. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal kurz vor für die Leute, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Christoph und ich bin vor über 4 Jahren aus Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Mein Ziel mit dem Kanal ist es, den Menschen das wunderschöne Land Polen näher zu bringen. Und das mache ich auf verschiedene Art und Weise. Hin und wieder zeige ich mal einen Reisebericht oder spreche über Unterschiede zwischen Deutschland und Polen. Oder so wie auch jetzt spreche ich einfach mal ein bisschen aus eigener Erfahrung, was ich hier so erlebt habe. Falls dich solche Themen interessieren oder du vielleicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Kommen wir aber jetzt auch zum Hauptthema und sprechen über die Dinge, die mir hier passiert sind, die mir ein bisschen unangenehm waren. Oder ich sag auch mal so, da wo es für mich schwierig, zumindest am Anfang war, aus dieser Situation herauszukommen. Man musste auch immer so ein bisschen bedenken, das war gerade die Anfangszeit hier für mich, hier in Polen. Ich war hier gerade teilweise nur einige Monate. Ich kannte hier noch nicht sehr viele Sachen. Die Sprache war für mich auch noch sehr schwierig. Ich habe sehr gebrochen Polnisch gesprochen. Und ich werde einfach mal ein bisschen erzählen. Deine Meinung dazu würde mich aber auch wirklich sehr interessieren, wie du in diesen Situationen vielleicht reagiert hättest. Vielleicht sind dir auch schon mal Sachen passiert. Dann kannst du mir das gerne in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich wirklich brennend interessieren. So, ich fange aber jetzt trotzdem einfach mal an, loszuerzählen. Und die erste Situation, die mir hier passiert ist, die mir sehr im Kopf geblieben ist, war hier mit dem polnischen Straż. Straż ist sowas wie in Deutschland das Ordnungsamt, so ungefähr würde ich das jetzt mal so einschätzen. Straż, das sind die, die hier durch die Gegend laufen, vielleicht auch Strafzettel an Falschparker geben oder ja, halt solche Dinge machen, so wie im Prinzip das Ordnungsamt in Deutschland. Und zur Anfangszeit, wo ich hier in Polen war, bin ich sehr, sehr, sehr viel Fahrrad gefahren, überall. Ich hatte auch die Zeit, Wälder gefahren, ich bin durch die Straßen gefahren. Also ich habe mir wirklich sehr viel Zeit genommen, um einfach nur Fahrrad zu fahren. In dieser Situation bin ich ganz normal auf dem Bürgersteig Fahrrad gefahren und bin dann auch über einen Zebrastreifen gefahren. Dann haben mich 2 Personen vom Straż angehalten. Ich muss auch sagen, dass ich die auch schon von Weitem gesehen habe, aber jetzt nicht wirklich beachtet habe. Auf jeden Fall haben die mich angehalten. Das waren 2 Herren. Der eine war schätzungsweise ungefähr um die 30. Der andere war vielleicht so circa um die 50 Jahre, so plus minus. Also ich kann das jetzt natürlich nicht ganz genau sagen. Beide kamen auf mich zu und der ältere der beiden hat seine Hand an seinen Schlagstock gehabt. Hier muss man auch sagen, der Straż hier hat Schlagstöcker. Zumindest hat er dann seine Hand am Schlagstock schon gehalten, kam auf mich zu und fragt mich, warum breche ich das Gesetz? Und ich war erstmal ganz leicht verwirrt. Ich wusste nicht ganz genau, worum es ihm ging. Ich hatte erstmal nur eine Vermutung, weil zu der Zeit war auch das große C gerade im Umlauf, beziehungsweise in Polen war es das große K. Und hier in Polen herrschte auf der Straße Maskenpflicht. Wenn ich Fahrrad gefahren bin, habe ich überhaupt keine Maske getragen. Ich denke, das ist auch verständlich. Ich hatte erstmal die Vermutung, dass er mich auf meine Maske ansprechen wollte, weil ich die einfach nicht im Gesicht hatte, die Maske. Und ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, worum es geht. Und dann kommt er einen Schritt näher zu mir und fragt mich nochmal, warum breche ich das Gesetz? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, worum es geht. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, warum fahre ich mit dem Fahrrad über den Zebrastreifen?
In diesem Moment war ich erstmal leicht verwirrt, weil ich gar nicht wusste, dass das hier in Polen nicht erlaubt ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, in Deutschland bin ich ganze Zeit Fahrrad gefahren, auf dem Bürgersteig, auf der Straße, über den Zebrastreifen. Mich hat in über 30 Jahren nicht einmal jemand angesprochen. Ich darf nicht auf dem Bürgersteig fahren, ich darf nicht über den Zebrastreifen fahren oder sonst irgendetwas. Und ich bin da auch. Ich hatte fast, ich glaube, 15 Kilometer eine Strecke zur Arbeit mit dem Fahrrad. Und das heißt, 30 Kilometer täglich habe ich fast mit dem Fahrrad gemacht. Und ich wurde wirklich nicht einmal auf irgendetwas Ähnliches oder dieser Art angesprochen. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Und ich habe dann den Herren vom Strasch geantwortet, ich wusste es nicht. Dann kommt dann noch einen Schritt näher zu mir und sagt, wie, ich wusste es nicht, lebst du auf dem Baum? In dem Moment war ich noch verwirrter, weil ich denke mir, was möchte er jetzt von mir? Also okay, ich bin mit dem Fahrrad über einen Zebrastreifen gefahren, was hier anscheinend sehr stark geahndet wird. Und er kann mir das auch ganz normal sagen. Und jetzt fragt er mich, ob ich auf dem Baum lebe. Und das war einfach in dem Moment für mich in eine Situation, wo ich wirklich nicht wusste, wie kann ich jetzt reagieren? Was soll ich jetzt machen? Der hat schon seine Hand am Schlagstock und ich dachte mir, haut er mir jetzt eine rein oder nicht? Vor allem, die sind zu zweit, ich war alleine. Ich muss auch sagen, die Gegend, wo ich über den Zebrastreifen gefahren bin, ja, war jetzt nicht irgendwie eine versteckte Gegend, aber zu der Zeit waren da wirklich keine Leute. Dann habe ich gesagt, es tut mir wirklich sehr leid, ich komme nicht von hier. Ich wusste nicht, dass man mit dem Fahrrad nicht über den Zebrastreifen fahren darf. Im Nachhinein kann ich so ein bisschen darüber lachen. Ne? Aber in dem Moment, wo ich wirklich in dieser Situation war, war ich erstmal wirklich schockiert. Und dann hat er mich gefragt, von wo komme ich denn? Und ich sage, ja, ich komme aus Deutschland. Ich bin erstmal seit ein paar Monaten hier in Polen. Und ich wusste nicht, dass man mit dem Fahrrad nicht über den Zebrastreifen fahren darf. Und dann hat er mich gefragt, ob man das in Deutschland machen darf. Und ich habe einfach mal mit Ja geantwortet, weil ich, wie schon gerade erwähnt, in über 30 Jahren mich nicht einmal jemand angesprochen hat, dass ich nicht mit dem Fahrrad über einen Zebrastreifen fahren darf. Ich muss auch noch nebenbei erwähnen, das ist ja nicht so, dass ich irgendwie wild fahre auf der Straße, schnell gefahren bin. Ich fahre wirklich, wenn ich auf dem Bürgersteig bin, sehr gemütlich, sehr ruhig, weil ich auch niemanden erschrecken möchte oder sonst irgendwie sowas. Ich kenne das ja manchmal, wenn man auf dem Bürgersteig ist und dann rast einer, klingelt schnell, dann muss man irgendwie zur Seite springen. Ich bin dann immer ganz ruhig. Wenn ich auf der Straße oder im Wald bin, fahre ich dann schon ein bisschen schneller. Und dann habe ich das auf jeden Fall dann dem Herrn vom Strasch erklärt, dass das mir auf jeden Fall neu ist. Ich muss auch zugeben, nachdem er erfahren hat, dass ich nicht von hier komme, hat er dann die Hand vom Knüppel gelassen, hat mir das dann auch nochmal alles ruhig und vernünftig erklärt, dass man hier in Polen auf dem Bürgersteig kein Fahrrad fahren darf und auch nicht mit dem Fahrrad über dem Zebrastreifen fahren darf, was ich in dem Moment sehr amüsant finde, dass in dem Moment auch ein älterer Herr mit dem Fahrrad an uns vorbeigefahren ist und da dann nichts gemacht wurde, aber ist in Ordnung, ich lasse das einfach mal so stehen. Aber das war zumindest für die Anfangszeit eine sehr interessante Erfahrung. Mein zweiter Erfahrungsbericht spielt sich in einem ganz bekannten und beliebten Elektrofachgeschäft ab, hier in Polen. Und bevor ich die ganze Geschichte komplett erzähle, muss ich noch eine kleine Information dazu abgeben. Zur Anfangszeit, wo ich hier in Polen war, hatte ich noch kein eigenes Bankkonto. Ich hatte nur ein deutsches Bankkonto. Um hier das Geld zu haben, habe ich mir immer Geld aus Deutschland auf das Bankkonto meiner Frau überwiesen. Und dann habe ich im Prinzip immer meiner Frau gesagt, dass die mir immer was abheben soll. Keine Ahnung, so 200, 300 Zloty oder was auch immer, dass ich dann immer so ein bisschen Geld hatte oder wenn ich mir irgendetwas kaufen wollte, bin ich dann im Prinzip immer zu meiner Frau gegangen, weil dort mein Geld lag. Irgendwann hatte aber meine Frau Geburtstag und ich wollte ihr ein tolles Geburtstagsgeschenk machen und habe mich dazu entschlossen, weil sie es auch brauchte, einen Laptop zu kaufen, um bei meiner Frau, sage ich mal, unangenehme Fragen zu umgehen. Dachte ich mir, okay, ich habe ja noch die deutsche Kreditkarte, anstatt jetzt zu meiner Frau zu gehen und zu sagen, hey, gib mir mal bitte ein paar tausend Zloty von meinem Geld, falls sie dann fragen würde, was ich plötzlich mit so viel Geld haben will, obwohl ich mich nicht rechtfertigen muss, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, dachte ich mir, ach,
Ich benutze einfach mal meine Kreditkarten. Ich nehme einfach mal die ganzen schlechten Umrechnungskurse und Gebühren im Kauf, weil ich einfach meiner Frau ein tolles Geburtstagsgeschenk machen wollte. Ich bin dann auch in diesem ganz bekannten Elektrofachgeschäft gewesen, habe mir auch einen Laptop ausgesucht, bin zur Kasse gegangen, ganz normal, gebe meine Kreditkarte ab, beziehungsweise stecke die Kreditkarte ins Terminal rein, wo man dann seinen PIN eingeben muss. Die Karte wurde abgeschmissen, also abgestoßen. Ich versuche es nochmal und ich versuche es nochmal. Die Dame an der Kasse sagt, ja, wir haben hier manchmal Systemprobleme. Und ich habe auch gesagt, ja, vielleicht liegt das auch daran, ich weiß das natürlich nicht, dass das eine ausländische Kreditkarte ist, ne? Und vielleicht sind auch damit die Probleme. Und ich versuche es nochmal und nochmal. Und irgendwann sagt dann die Frau zu mir, geben Sie mir mal bitte Ihre Kreditkarte. Gebe die Kreditkarte. Muss auch sagen, dass zu der Zeit das große C im Umlauf war, beziehungsweise das große K. Und zwischen mir und der Dame diese Plexischeibe war und ich dann die Kreditkarte im Prinzip unten durch diesen Schlitz durchgegeben habe. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Zumindest war das hier in Polen sehr oft so, dass die Kassen sowas wie so ein eine Plexischeibe hatten oder sowas in der Art. Dann habe ich halt meine Kreditkarte durch den Schlitz unten durchgezogen und ja, sie macht dann irgendetwas am Computer, tippt da irgendetwas ein und ich warte dann da. In 10 Minuten frage ich dann, geht's weiter? Und sie sagt, ja, kleinen Moment noch. Und ich warte und ich warte und ich warte und ich warte. Und wirklich dann irgendwann so nach knapp weiteren 10, 15 Minuten habe ich gesagt, ja okay, bei mir wird die Zeit langsam knapp. Ist das vielleicht möglich, dass ihr mir den Laptop bis morgen reserviert? Ich komme dann mit Bargeld und dann kaufe ich das einfach mit Bar. Und die Frau guckt mich nur an und sagt, das geht gleich, warten Sie mal einen kleinen Moment. Und ich dachte, ja okay, dann warte ich jetzt noch ein bisschen. Und nach weiteren 10 Minuten habe ich dann der Dame gesagt, ich bin wirklich unter Zeitdruck. Ich muss jetzt gehen, geben Sie mir bitte meine Kreditkarte, dann komme ich morgen früh mit dem Bargeld zurück. Und dann guckt die Frau mich an und sagt, ich kann Ihnen die Karte nicht geben, ich darf es nicht. Und ich war in dem Moment erstmal total verwirrt, ich wusste gar nicht, worum es plötzlich geht. Also erstmal hält sie mich ganze Zeit hin, sie sagt mir nicht, was los ist und ich habe schon ungefähr gut eine halbe Stunde gewartet und ich habe gesagt, wo liegt das Problem? Ihr müsst auch noch verstehen, ich hatte ein sehr schlechtes Polnisch. Ich war erst mal ein paar Monate in Polen. Mein Polnisch war sehr gebrochen. Die Situation hat mich natürlich dann auch nervös gemacht, weil mein Vokabular ist schlecht gewesen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich kannte überhaupt so eine Situation nicht, dass ein Geschäft jemanden festhält und sagt, ich gebe dir deine Kreditkarte nicht wieder. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt passiert? Und dann hat sie gesagt, ja, im System steht, ich darf die Karte nicht abgeben. Und ich habe gesagt, ja, aber aus welchen Gründen? Also ich gebe Ihnen meine Karte, beziehungsweise Sie bitten um meine Karte. Sie sagen mir nicht, was Sache ist. Und jetzt kriege ich die Karte nicht zurück, aus welchen Gründen auch immer. Und sie können mir nicht sagen, warum. Und sie guckt mich einfach nur an und sagt nichts. Und dann habe ich die Dame gefragt, ob sie denkt, dass ich die Karte gestohlen habe. Und sie guckt mich an und zuckt nur mit den Schultern. Dann habe ich angefangen, mein Portemonnaie rauszuholen. Ich habe ihr meine anderen Karten gezeigt, wo Name draufsteht. Ich habe ihr meinen Personalausweis gezeigt, wo Name draufsteht, Geburtsdatum und Adresse und alles. Ich habe ihr alles versucht zu erklären. Ah, und ich wusste irgendwann einfach nicht weiter. Und ich habe gesagt, ja, was machen wir jetzt? Schaut doch, das bin doch ich. Das ist hier die Kreditkarte. Ihr schaut auf die Karte, da ist mein Name drauf. Hier ist mein Personalausweis. Ich kann mich doch verifizieren. Ich bin doch nicht der, der eine Karte klaut. Kommt ihr hin und ich warte jetzt hier und will einen Laptop davon kaufen. Geht's euch gut? Ne? Und ich wurde immer nervöser und nervöser und ich möchte euch das dann vielleicht auch mal so in meine Situation versetzen mit meinem gebrochenen Polnisch. Ich sag mal in einem, ja, ich sag mal in Anführungsstriche, fremden Land, komplett neu alles für mich. Ich kannte solche Situationen nicht. Überhaupt auch von so einem Service war ich nicht gewohnt. Normalerweise ist es in Deutschland so, zumindest kenne ich das so, dass dann zumindest erklärt wird, ja, ich habe hier den Hinweis, dass die Karte gestohlen wurde oder was weiß ich nicht, was die rufen dann die Polizei oder was auch immer. Da gar nichts, man wird einfach nur sitzen gelassen. Und irgendwann habe ich dann auch darum gebeten, ja, dann ruft doch einfach die Polizei. Wenn ihr der Meinung seid, dass ich die Karte geklaut habe, ruft die Polizei, dann verifiziere ich mich, ich erkläre alles und dann kann ich endlich gehen. Und sie sagt, nein, das war eine sowas für mich unangenehme Situation. Da bin ich einfach auf den Trichter gekommen, meine Frau anzurufen und ihr dann zu erklären, dass ich da und da gerade bin. Da hat meine Frau zu mir
mir gesagt, ja, dann gib mir mal bitte die Person an der Kasse. Dann nehme ich das Telefon, will ich der Person geben und die Person will mit meiner Frau nicht sprechen. Warum? Die hat Verbot, weil ja zu der Zeit das große C bzw. in Polen das große K im Umlauf war und die durften das Telefon nicht annehmen aus Infektionsgründen. Ja, irgendwann hat es mir auch gereicht. Ich habe dann zu der Frau gesagt, so, ich rufe jetzt meine Bank an. Ich melde jetzt meiner Bank, dass ihr mir die Karte gestohlen habt und dann ist die Sache für mich gegessen. Und das habe ich dann auch in der Tat gemacht. Ich habe dann aus Polen meine Bank angerufen. Ich habe gesagt, ich bin hier und hier in Łódź. Das Geschäft hat mir meine Karte gestohlen, die will sie mir nicht wiedergeben. Bitte sofort alles blockieren, was möglich ist. Dann war auch die Sache für mich gegessen. Ich bin dann aus dem Geschäft rausgegangen nach Hause, aber das war natürlich so eine sowas von unangenehme Situation. Ich wurde überhaupt nicht informiert, ich wurde einfach sitzen gelassen. Die wollten die Polizei nicht rufen und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die selber nicht wussten, was die machen sollen. Also in dem Moment war das für mich eine sehr, sehr, sehr unangenehme und schlimme Erfahrung. Kommen wir zur dritten unangenehmen Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Zu der Zeit war ich schon ein bisschen länger in Polen. Das heißt, ich war schon hier im Berufsleben und da spielt sich auch die ganze Situation ab. Auch da muss ich vielleicht ein kleines bisschen zurückgreifen und vielleicht noch ein bisschen was zur Vorgeschichte erzählen. Ich muss sagen, wo ich hier nach Polen gekommen bin, hatte ich natürlich noch nicht so die Ahnung vom polnischen Arbeitsschutzgesetz, überhaupt alle Gesetze. Ich denke, das ist auch verständlich, dass man jetzt nicht das Arbeitsschutzgesetz rausholt und sich da komplett durchliest. Aber um einfach jetzt mal die ganze Sache abzukürzen, ging es hier um meine Urlaubstage. Da war ich damals beim Bewerbungsgespräch bei meinem letzten Arbeitgeber. Ich kenne das ja aus Deutschland zumindest so, dass man da den Arbeitgeber fragt, wie viel Urlaub man hat und dann sagt einem halt der Arbeitgeber, ja, dir steht so viel und so viel Urlaub zu. Da ist das nicht so streng genommen wie hier in Polen. Hier in Polen wird das ja sehr streng genommen, sage ich mal. Unter 10 Jahre Berufserfahrung 20 Tage, über 10 Jahre 26 Arbeitstage. In Deutschland ist das ja ein bisschen alles flexibler, nenne ich das mal. Man kann 25, 26, 27, der Arbeitgeber kann ja auch 30 geben. Und zumindest habe ich dann auch beim Bewerbungsgespräch bei meinem letzten Arbeitgeber gefragt, wie viele Urlaubstage ich denn habe. Und die Person, mit der ich das Bewerbungsgespräch gemacht habe, guckt auf meinen Lebenslauf und sagt, ja, ja, über 10 Jahre, 26 Tage. Ich habe mir aber auch jetzt nichts dabei gedacht, weil sie gesagt hat, ah, jetzt über 10 Jahre. Ich hatte einfach nur so einen kurzen Gedanken im Kopf. Ja, okay, vielleicht ist das ja hier wirklich bei denen in der Firma so. In Deutschland gibt das ja auch einige Firmen, die sagen, ja, bei so viel und so viel Berufserfahrung, wenn du bei einer Firma arbeitest, staffeln sich dann halt deine Urlaubstage pro Jahr, kriegst du einen Tag mehr oder so. Und ich dachte, vielleicht hat die Firma ihre eigenen internen Regeln, weiß ich ja nicht. Ich habe gesagt, ja, okay, 26 Tage ist in Ordnung. Dann habe ich auf jeden Fall dann angefangen noch zu arbeiten und so weiter. Was ich immer aus Gewohnheit mache, ist Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres mache ich immer so einen kleinen Vergleich. Ich gehe zur Personalabteilung und frage immer nach, wie viel Resturlaub ich habe und vergleiche das dann mit meinen Urlaubstagen, so dass das auch übereinstimmt, nicht dass irgendwo vielleicht was vergessen wurde. Und zu der Zeit bin ich dann auch zu der Personalabteilung gegangen und gefragt, wie viel Resturlaub ich noch habe vom letzten Jahr. Dann hat mir die Personalabteilung gesagt, null. Das hat mich ein bisschen sehr gewundert, weil laut meiner Rechnung hatte ich ungefähr 4 Wochen Urlaub genommen. Das heißt, ich habe nur 20 Tage genommen und normalerweise müsste ich noch 6 Tage haben. Und dann habe ich auch gefragt, wie das zustande kommt und so weiter. Dann ein bisschen da rumgeforscht und irgendwann habe ich dann einfach mal die Frage gestellt, wie viele Urlaubstage stehen mir denn eigentlich zu? Und dann haben die mir in der Personalabteilung gesagt, 20. Dann habe ich gefragt, warum stehen mir 20 Tage Urlaubstage zu und nicht 26 Tage Urlaub? Zu der Zeit wusste ich dann auch schon, ja, nach 10 Jahren Berufserfahrung hat man dann halt 26 Urlaubstage, weil ich dann ja auch schon über ein Jahr dort gearbeitet habe. Ja, dann haben die mir von der Personalabteilung gesagt, ja, denen fehlt ein Świadectwo. Świadectwo ist sowas in der Art wie ein Arbeitszeugnis in Deutschland. Nur zwischen dem polnischen Arbeitszeugnis und dem deutschen Arbeitszeugnis gibt es dann auch minimale Unterschiede. In Deutschland wird ja mehr oder weniger so gezeigt, wo du gearbeitet hast, in welchem Zeitraum und dann auch wird da ganz grob deine Leistung beschrieben, obwohl in Deutschland die Arbeitszeugnisse ja immer positiv
beschrieben werden müssen. Das wissen wir ja. In Polen, die Arbeitszeugnisse sind eigentlich mehr ein Informationsblatt, wo dann draufsteht, wo du gearbeitet hast, in welcher Position. Da stehen dann auch sogar deine Krankentage mit drin. Da steht eigentlich weniger drin, ob du jetzt gut oder schlecht gearbeitet hast. Da steht wirklich drin, dass du gearbeitet hast. Also wirklich eigentlich, mehr kann man es vielleicht auch sagen, ein Beweis, dass du bei dieser und dieser Firma gearbeitet hast, so viel Krankentage hattest, so viel Urlaubstage hattest und so weiter. Also das ist der Unterschied zwischen einem deutschen und einem polnischen Arbeitszeugnis. Die Dame von der Personalabteilung hatte recht. Ich hatte kein Świadectwo vor, also kein Arbeitszeugnis von jedem Arbeitgeber abgegeben. Ich hatte nur das vom letzten Arbeitgeber abgegeben, wo ich 5,5 Jahre gearbeitet habe. Dann noch die Ausbildung, wo dann auch nur 3 Jahre drauf kam. Das heißt, dann war ich bei circa 8,5 Jahre. Dann habe ich schon 1 Jahr in dieser Firma gearbeitet, das heißt 9,5 Jahre. Also laut meiner alten Firma hatte ich nur 9,5 Jahre Berufserfahrung. Das heißt, gesetzlich stehen mir nur 20 Urlaubstage zu. Selbstverständlich habe ich auch schon vorher noch mehr in Deutschland gearbeitet. Ich hatte aber einfach nur kein Arbeitszeugnis und das habe ich denen auch erklärt, dass die Firma in Deutschland, wo ich damals gearbeitet habe, die existiert nicht mehr. Ich bin nicht mehr in der Lage, ein Arbeitszeugnis von denen zu kriegen oder ich müsste irgendwelche großen Nachforschungen machen und ich habe dort gearbeitet und ob die das nicht machen können, die haben gesagt, nein, können die nicht, die brauchen dieses Świadectwo. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich sowas von geärgert, weil ich auch gesagt habe, dass mir beim Bewerbungsgespräch gesagt wurde, dass ich 26 Arbeitstage habe und dass ich das unverständlich finde, dass ich zu der Zeit auch gar nicht wusste, also zu der Zeit, wo ich im Bewerbungsgespräch war, dass hier dieses polnische Gesetz ist und so weiter. Das war mir alles neu. Dann haben die mir auch gesagt, dass das ja meine eigene Schuld wäre. Ich hätte mich da informieren müssen. Teilweise stimme ich dazu. Ich will jetzt hier nicht den Ausländerbonus irgendwie rausholen, aber wenn jemand neu in ein Land kommt, seinen ersten Job annimmt, dass man da dann vielleicht auch die Erklärung kriegt, hör mal, wir brauchen das und das von dir, dann kriegst du diese und diese Urlaubstage, hier läuft das ein bisschen anders ab. Ne, dass mir das dann vielleicht irgendjemand erklärt, das wäre zumindest nett gewesen, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, okay, nichtsdestotrotz, okay, dachte ich mir, mache ich mich mal im Internet schlau, wie das wirklich aussieht mit diesen ganzen Urlaubstagen und im Internet steht, ja, also laut polnischem Arbeitsschutzgesetz ist das ja so, du kriegst deine 26 Tage Urlaub, wenn du halt dieses polnische Arbeitszeugnis vorlegst, aber es geht eigentlich mehr darum, einfach nur nachzuweisen, dass du auch wirklich berufstätig warst. Und ich denke mir, okay, dann habe ich mich mit der Stadt Dortmund kontaktiert, dann einfach mal gefragt, ob die mir irgendetwas ausstellen können, von wann bis wann ich in Deutschland Steuerzahler war. Also da steht dann halt nicht drin, in welcher Firma ich war, aber da steht einfach drin, Herr sowieso hat von diesen und diesen Zeitraum so viel und so viel Steuern bezahlt. Das heißt, ja, dann, dass ich ja berufstätig war. Okay, das habe ich mir dann auch zuschicken lassen. Also hatte ich dann auch hier den Beweis, dass ich dann vorher auch nochmal in Deutschland, ich glaube, da waren auch nochmal 3 oder 4 Jahre Berufserfahrung drin, was ich dann auch noch witzig fand und zugleich auch eigentlich ein bisschen peinlich von der damaligen Personalabteilung, mit der ich zumindest gesprochen habe, ist, dass ich ihr dann den Nachweis gegeben habe von der Stadt Dortmund, wo drin steht, dass ich von da und da Steuerzahler war, das heißt, ich war berufstätig und die wollte es nicht akzeptieren. Warum? Es ist kein Świadectwo. Und dann habe ich auch nochmal versucht zu erklären, dass es in Deutschland diese Świadectwos nicht gibt. Es gibt ganz normale Arbeitszeugnisse, aber laut dem polnischen Arbeitsschutzgesetz ist das ausreichend, wenn man einfach nur nachweist, dass man wirklich berufstätig war. Das hatte ich ja ihr hingelegt. Und die war dann, ich glaube, dann ein bisschen angenervt und ja, ich sag jetzt mal auf gut Deutsch, ein bisschen angepisst. Kam dann später zu mir ins Büro, hat mir das dann einfach nur hingelegt, meinen Zettel und hat gesagt, ich habe meine 26 Tage Urlaub. Trotzdem war das in dem Moment für mich einfach ärgerlich und auch keine schöne Erfahrung, dass so in dem Moment mit mir umgegangen wurde. Ich bin immer so ein Typ, der gerne versucht zu klären und dann auch natürlich zu sprechen, wenn irgendwo ein Problem vorliegt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weiß ich nicht, vielleicht übertreibe ich da jetzt auch, aber dass sie das einfach aus Trotz gemacht hat, warum auch immer, zumindest war das so mein Eindruck. Das waren jetzt meine 3 Erfahrungen/Erlebnisse, die mich hier so ein bisschen in unangenehme Situationen gebracht haben. Und ja, mich würde mal interessieren, vielleicht wie du in gewissen Situationen reagiert hättest. Vielleicht
Warst du selber schon mal hier in Polen in einer unangenehmen Situation? Oder vielleicht auch an die polnischen Zuschauer, die in Deutschland leben, die können mir da bestimmt auch ganz viel zu diesem Thema sagen. Vielleicht waren die auch schon mal in Deutschland in einer sehr unangenehmen Situation. Dann könnt ihr mir das mal gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!